Hallo und herzlich willkommen zur Traumflieger Equipment Demo. Heute geht es um den Autofokus im Videobetrieb. Wir vergleichen unterschiedliche Systeme und stellen auch ausführlich Canon vor. Denn Canon hat ganz unterschiedliche Methoden, um den Autofokus im Foto-Live-Bild oder auch im Video zu triggern. Wir vergleichen also verschiedene Canon, DSLR, aber wir ziehen auch Systemkameras heran, die Spitzenmodelle von Olympus, Sony, Panasonic und Samsung, auch Samsung brandneu mit einem Spitzenmodell dabei. Aber hier die EOS 70D prahlt mit einem Dual Pixel CMOS AF, bahnbrechenden Canon diese Methode, auch als Game Changer seinerzeit bezeichnet mit Markteinführung. Wir überprüfen dann die Herstelleraussagen, ob sie wirklich zutreffend sind oder ob sie nicht doch überzogen sind. EOS 7D Mark II, hier auf der deutschen Seite relativ sachliche Informationen. Reaktionsgeschwindigkeit und Empfindlichkeit der Schärfenachführung lässt sich anpassen. So kann man Pull-Focus-Effekte realisieren. Das prüfen wir, ob das funktioniert. Dann Panasonic mit dem Spitzenmodell Lumix GH4 hier im Test vertreten. Panasonic hat eine neue Technologie eingeführt. Death from Defocus heißt sie. Damit soll sich ein ultraschneller AF ermöglichen. Das gilt natürlich auch für den Fotomodus, aber wir schauen hier im Video nach, ob diese Aussage dann für den Videomodus auch gilt. Geschwindigkeit ist natürlich nicht alles. Vor allem zählt Genauigkeit und ein ruhiger, sauber nachgeführter Autofokus. Olympus OMD EM1, auch das aktuelle Spitzenmodell hier von Olympus, Micro Four Thirds Standard. Holen Sie sich die Geschwindigkeit und Genauigkeit aller AF-Systeme, so zu lesen auf der deutschen Olympus-Seite zur OMD EM1. Da fehlt irgendwo ein Wort. Die beste war wahrscheinlich gemeint, vielleicht stimmt es aber nicht mehr und Sie haben zurückgerudert. Sony A7, Vollformat, spiegellose Systemkamera. Schnelligkeit trifft auf Präzision, verbesserter Hybrid-Autofokus. Schnell und treffsicher soll er sein. Das prüfen wir, ob das stimmt. Zumindest im Videomodus wird das hier untersucht. Auch die Sony A7S, derzeit das Spitzenmodell von Sony bei den spiegellosen Vollformatsensor. Besonders lichtstark, schneller, intelligenter AF für sensationelle Fokussierung. Auch das werden wir sehen, ob hier eine Sensation auf uns wartet. Und dann das Spitzenmodell von Samsung, die brandneue NX1. Wirklich ein spannendes Modell. Wir haben hier schon ein bisschen was zu gemacht. Aber wie gut ist der Autofokus? Schneller als jedes Motiv soll er sein. Der NX3 Autofokus 3 mit überragender kontinuierlicher AF-Performance. Auch das werden wir prüfen, was die NX1 dann möglicherweise überragt hier. Kommen wir aber zunächst zu Canon DSLR und zwar zeigen wir hier mal etwas ältere Modelle, wie denn da der Video-Autofokus funktioniert. Hier mit der EOS 550D, die ist ja schon ein etwas älteres Semester, aber durchaus noch weit verbreitet. Hier der Videomodus gestartet und man hat hier sogar einen Autofokus über die Sterntaste. Und hier kann man jetzt sehen, wie das aussieht und vor allem, wie laut es mit einem Kit-Objektiv IS Mark II, das ist auch noch aktuell, hier aussieht und sich anhört. Helligkeitsschwankungen, Pumpeffekte, ungenießbar. Der Autofokus auch an der 600D noch. Hier das gleiche Spielchen, Pumpeffekte, Helligkeitsstörungen im laufenden Videobetrieb. Wenn man die Foto Live View dann benutzt, stört das ja nicht, weil man dann im Foto natürlich die Helligkeitsschwankungen so nicht aufnimmt. Aber mit der 650D ist es verbessert worden. Hier gibt es jetzt keine Helligkeitsschwankung mehr. Aber mit diesem Kit-Objektiv IS Mark I oder Mark II hier gibt es doch noch ja, so Pumpeffekte. Aber man hat seit der 650D, das gilt auch für die 700D, einen sogenannten kontinuierlichen Autofokus, den ich hier im Menü aktivieren kann. An Vorgängermodellen gibt es den so noch nicht. Und jetzt hier auch mit diesem IS Mark II Kit Objektiv. Es hat ja noch einen Mikromotor. Sah eben nicht so gut aus. Hat also Mühe im Video hier auf die Skulpturen scharf zu stellen. Trotz Touchscreen, der ist ja dann auch mit der 650D eingeführt worden. Und gibt es auch an der 700D
und auch an der 100D. Jetzt aber mit einem neuen STM-Objektiv. STM steht für Stepper-Motor. Und hier funktioniert das jetzt ganz leise und ja, einwandfrei. Das zeigen wir später auch nochmal. Jetzt ziehe ich mal die Skulptur vor und zurück, um mal Bewegung reinzubringen. Und hier sieht man, 650D hat also ein Phasenverfahren, das nennt sich CMOS AF, in der Mark I Version noch. Da werden also im Bildzentrum 20% ausgelesen mit speziellen Pixeln, die also Distanzen ermitteln können. Und das funktionierte eben so einigermaßen. Canon hat jetzt für Canon APS-C DSLR schon 5 STM-Objektive gebracht. Neben dem 1855 auch ein 1835er, 55-250er, dann ein 1018er und ein 24er ganz aktuell. Auch die EOS M, das ist ja derzeit die einzige spiegellose Systemkamera von Canon, hat ein Phasenverfahren, so ähnlich wie die 650 oder 700D. Aber in der Mark II Version, die liest jetzt nicht 20, sondern 80% aus, sind aber nur vereinzelte Pixel, die dann für den Autofokus im Livebild und Video zuständig sind. Und ja, eben haben wir gesehen, das funktioniert so einigermaßen hier mit dem Kit-Objektiv für EOS M. Und hier zittert es jetzt noch ein bisschen. Hier per Touchscreen kann ich die Schärfe verlagern. Aber man sieht, das funktioniert noch nicht so super einwandfrei. Jetzt versuche ich mal ein Kit-Stepper-Motor-Objektiv, das 1855 STM, hier an der EOS M zu nutzen. Mal schauen, wie es da aussieht. Das geht über einen Adapter, den gibt es nicht nur von Canon. Ob jetzt hier dieses Pumpen auch noch zu sehen ist. Wenn man genau hinschaut, sieht man, da gibt es noch ganz kleines Pumpen drin. Also es shiftet so ein ganz bisschen vor und zurück, wenn man genau hinguckt. Sieht zwar recht gut aus, aber perfekt ist es noch nicht. Schauen wir mal ins Vollformat, zum Beispiel hier an der 6D. Das gilt aber für alle anderen neueren Vollformat DSLR, wie die 5D Mark III, 5D Mark II, auch die 1DX oder 1D Mark IV. Hier sieht es nicht gut aus. Hier haben wir wieder diese Helligkeitsschwankungen und Pumpeffekte. Also hier arbeitet ein reiner Kontrastautofokus. Vollformat, derzeit noch kein Phasenverfahren bei Canon im Videomodus oder auch im Foto-Live-Bild. Jetzt die 70D Game Changer mit Dual Pixel. Hier mit dem Stepper-Motor. Einwandfrei sah das aus und hier in der Bewegung vor und zurück. Da gibt es noch Unschärfen in der Bewegung zwischendurch. Hier wird es unscharf. Also trotz Dual Pixel hier in der Bewegung noch nicht perfekt. Die Schärfe nachgezogen. Und bei den Runde-Motiven war es einwandfrei, aber hier in der Bewegung noch nicht so ganz. Und jetzt die 7D Mark II, auch dieses Dual Pixel CMOS AF, sogar in der Mark II Version, also die neueste Version. Hier an der 7D Mark II mit dem 1855 STM, Schärfe verlagert an Runenmotiv. Und hier konnte man eben noch sehen, es gab noch so eine kleine Hauruck-Bewegung. Die haben wir an der 70D, auch an der 650D so nicht gesehen. Und das liegt jetzt daran, dass ich kein Touchscreen nutzen kann. Das heißt, ich muss per Cursor mit dem Joystick die Fokusfelder verschieben, das Fokusfeld. Und wenn dazwischen dann der Autofokus dann noch greift, dann kann es eben noch Schwierigkeiten geben. Aber ich habe jetzt hier ein Tablet nachgerüstet. Das kann man mit einer TP-Linkbox machen. Das ist hier DSLR-Controller mit einem Android-Tablet oder Smartphone würde auch gehen. Und jetzt kann ich die Schärfe so wie an der 70D einfach per Touchscreen verlagern. Und jetzt sieht es einwandfrei aus, gibt keine Hauruckbewegung mehr. Es fließt die Schärfe und sie sitzt auf dem Punkt. Also hier per nachgerüsteten Touchscreen funktioniert das mit dem neuen Dual Pixel CMOS AF sehr gut. Und das Neue ist an der 7D Mark II, dass er sich von der Geschwindigkeit verändern lässt. Man kann ihn hier noch in 4 Stufen verlangsamen. Und ja, Videofilmer, die anspruchsvoller filmen, die können jetzt die Schärfe ganz langsam verlagern und ja, so cineastisch dann auch mit der 7D Mark II filmen. Hier sieht man, das funktioniert einwandfrei, schön langsam und fließend, ohne Fehler hier bei diesem Runenmotiv von A nach B. Wie sieht es dann in der Bewegung aus, hier an der 7D Mark II?
ist er denn noch besser als an der 70D, wie wir es gerade gesehen haben. Aber wir sehen hier schon Unschärfen zwischendurch. Jetzt hat es mal geklappt, aber in der ersten Bewegung gab es doch eine unscharfe Phase. Man kann ihn aber jetzt auch noch tunen von der Reaktionsgeschwindigkeit, das ist auch neu. Also hier die Reaktion auf Maximum gestellt, er soll schnell reagieren. Aber auch hier gab es kleine Unschärfen zwischendurch, also sehr viel hat es jetzt in diesem Versuch nicht gebracht. Es gibt noch andere Objektive mit Stepper-Motoren, hier das 1835er, das ist eigentlich das Kit-Objektiv für die 7D Mark II. Auch hier sehen wir noch Unschärfen zwischendurch. Und jetzt ein weiteres Objektiv, und zwar ohne Stepper-Motor, das Makro, das 100er von Canon mit Bildstabilisator. Und jetzt hört man ihn auch und auch den Motor werkeln. Das ist der Unterschied zu den Stepper-Motoren, die sind dann eigentlich unhörbar. Und hier haben wir jetzt einen Ultraschallmotor und auch den Bildstabilisator. Und beides hört man jetzt. Und jetzt mal ein 70-200-4.0er. Ein L-Objektiv, auch hier der Bildstabilisator, deutlich hörbar, auch der Motor. Und hier sieht man, dass diese Motoren auch noch sehr gut funktionieren, aber ein bisschen ruckelig wirken. Das heißt, sie wirken etwas stufig. Und jetzt schauen wir uns mal im Videobetrieb die Gesichtserkennung an von Canon, hier mit der 7D Mark II und dem 55-250er STM, also auch mit Schrittmotor. Und ich marschiere vor und zurück. Und hier gibt es schon unscharfe Zonen dazwischen. Jetzt, wenn ich dicht dran bin, funktioniert es gut, aber wenn ich jetzt ein bisschen zurückgehe, gibt es zwischendurch immer so leichte Unschärfen drin. Also bei der Gesichtserkennung hier in diesem Versuch nicht ganz perfekt. Wie sieht es mit der alten 7D aus? Auch die hat wie vor der 650D in der dreistelligen Klasse einen pumpenden Kontrastautofokus. Aber wie sieht es aus, wenn man an solchen etwas älteren Modellen die neuen Stepper-Motoren nutzt? Hier noch das Kit-Objektiv ohne Stepper-Motor, IS Mark II. Gleiches Spielchen, was wir vorhin bei der 600D oder auch an der 6D gesehen haben. Es gibt Helligkeitsschwankungen, der Fokus sitzt nicht auf dem Punkt, sondern pumpt vor und zurück. Aber jetzt nutze ich mal ein STM-Objektiv an dieser etwas älteren DSLR. Und jetzt haben wir immer noch Helligkeitsschwankungen. Jetzt sieht man, der Autofokus ist noch immer nicht perfekt. Aber das Objektiv ist deutlich leiser und es gibt auch keinen Bildstabilisator zu hören. Aber trotzdem, so richtig rund lief das dann nicht. Stepper-Motoren, also an älteren Modellen, nicht unbedingt empfehlenswert. Jetzt machen wir mal einen kleinen Überblick über Canon DSLR. Hier im Vollformat gibt es nur den Kontrastautofokus, gilt auch für die 1D-Modelle. Auch hier für die 6D und die ältere 7D, aber mit der 7D Mark II kommt dieser Dual-Pixel CMOS AF 2 jetzt in den zweistelligen. Die 20D hat weder Live-Bild noch Video, auch die 30D nicht. Mit der 40D kommt dann die Live-View, aber noch kein Video. 50D hat dann auch einen Kontrastautofokus, aber noch keinen Videobetrieb. Auch die 60D hat nur einen Kontrastautofokus, aber schon Videobetrieb. Und dann die 70D mit dem Dual Pixel, wie vorhin gezeigt. Und jetzt die dreistellige mit der 300D, 2003 eingeführt. Auch die 350D oder 400D haben weder Live View noch Video. Mit der 450D kam dann die Foto Live View, auch an der 500D mit einem Kontrastautofokus. Und die 550D und 600D haben dann Video, aber nur mit diesem pumpenden Kontrastautofokus. An der 650D und 700D, wie gezeigt, der CMOS AF kontinuierlicher Autofokus und an der 100D CMOS AF 2, genauso wie an der EOS M, schon deutlich besser als die Kontrastautofokus Methode, aber nicht ganz perfekt. Und jetzt hier in der vierstelligen 1000D, 1100D, da kommt auch der Kontrastautofokus bei der 1100D und 1200D zum Zuge, aber kein kontinuierlicher Autofokus. Wie sieht es bei den anderen Systemkameras aus? Bei Panasonic zum Beispiel Lumix GH4 hier, Spitzenmodell von Panasonic, kostet so rund 1500 Euro netto der Body.
Und hier gibt es dieses neue Death from D Focus Verfahren und hier schauen wir uns das mal an. Hier per Fingertouch auf dem Tablet. Die GH4 hat eine Wi-Fi-Funktion, aber sie hat auch ein Touchscreen. Das hätte ich auch direkt am Monitor der Kamera machen können. Und wenn man hier genau hinguckt, gibt es noch ein ganz kleines Restpumpen. Es gibt noch so ein Mini-Shiften. Dieses Death from D-Focus braucht dann zwei Bilder, um sie auszuwerten, um dann Entfernungsinformationen zu errechnen. Und deswegen gibt es noch so ein Mini-Rest-Shiften. Das liegt dann so auf dem Niveau von der EOS 100D oder EOS M, also nicht ganz perfekt, aber sehr unauffällig. Und hier vor und zurückziehend, ja, hier gibt es jetzt in Ultra HD, die GH4 ist auch 4K fähig oder Ultra HD fähig, hier in Ultra HD 100% Crop sieht es jetzt nicht so gut aus, aber jetzt mal hier in HD mit dem 1235er lichtstarkes Standardzoom bei f2,8. Auch hier dieses Death from Defocus Verfahren, keineswegs perfekt. Hier gibt es noch grobe Unschärfen zwischendurch. Also ein gemischtes Ergebnis hier an der Lumix GH4 und dann die Olympus OMD EM1, auch das aktuelle Spitzenmodell hier von Olympus im Micro Four Thirds Standard. Hier mit dem M-Zuiko 1240er, umgerechnet auf Kleinbild ist dann 2480, lichtstark. Und hier sieht man, das funktioniert gar nicht gut. Sogar als die Skulptur da noch stand, gab es noch immer keine Schärfe. Jetzt hier per Touchscreen. Die OMD M1 hat auch einen Touchscreen-Monitor, das ist sehr schön. Hier ist jetzt noch ein Flackern. Das haben wir bei den anderen Kameras so nicht gehabt, obwohl wir dieselben Fotolampen mit Vorschaltgeräten eingesetzt haben. Aber hier funktioniert der Fokus nicht einwandfrei. Es gibt noch ein Zittern, das war jetzt nicht nur die Fotolampe. Und jetzt auch hier die Gesichtserkennung. Die OMD EM1 hat auch eine Gesichtserkennung. Und jetzt marschiere ich zurück und jetzt bleibe ich unscharf. Das sieht so aus, als wenn der Fokus hier überhaupt nicht reagiert. Und wenn ich drauf zuwandere, dann passt die Schärfe, aber das hat mit dem Autofokus hier wenig zu tun. Das sieht man am Türrahmen links, dass der Fokus sich da eigentlich im Prinzip so gut wie nicht verlagert. Sieht fast so aus, als wenn er gar nicht arbeiten würde. Das tut er aber, wie man jetzt sieht, nämlich jetzt zieht er dann die Schärfe nach hinten zurück. Also Gesichtserkennung nicht so toll. Insgesamt einen sehr mäßigen Video-Autofokus haben wir hier im Test so gesehen von der OMD EM1. Jetzt kommen wir zu den Sony A7 Modellen und zwar hier die A7 ohne Buchstabenzusatz mit dem sogenannten Hybrid-Autofokus. Leider kein Touchscreen hier nutzbar. Ich muss also das Fokusfeld per Daumenrädchen verlagern. Und hier gibt es jetzt doch Pumpeffekte, das sehen wir gleich. Ich brauche also ein bisschen, bis ich dann zur anderen Skulptur rüber scroll. Und jetzt sehen wir gleich eine Hauruck-Bewegung. Das sieht nicht gut aus. Das ist fürs Video eigentlich unbrauchbar. So eine Hauruck-Bewegung. Und jetzt die Bewegung hier an der A7 mit dem 2470-40er, also diesem hochwertigen Zeiss-Objektiv. Schon mit abgedateter Objektivfirmware. Sieht nicht gut aus. Also das Phasenverfahren, wenn es dann hier greifen sollte, macht hier keine gute Figur. Und jetzt die Sony A7S, das aktuelle Spitzenmodell. Die ist auf Lowlight getrimmt. Die soll nur ein Kontrastverfahren haben. Und hier sehen wir, was da rauskommt. Es sieht nicht gut aus. Sie kann die Schärfe also hier praktisch überhaupt nicht nachziehen. Nur am Anfang und Ende der Bewegung reagiert die Sony A7S. Wie sieht es mit der Gesichtserkennung aus? Die A7 Modelle auch ohne Buchstabenzusatz hat auch eine Gesichtserkennung. Und wenn ich sehr langsam bin, funktioniert das ganz gut. Aber vorhin, als ich startete, die Bewegung, da hat der Autofokus noch nicht so richtig reagiert. Also auch an den Sony Modellen sehr gemischte Ergebnisse. Und jetzt die Samsung NX1. Der Newcomer im oberen Spitzenbereich, spiegelloser Systemkamera. Schneller als jedes Motiv, die Werbeaussage und hier im Videobereich tatsächlich sehr schnell. Mit dem 1650er lichtstarken Standardzoom 2.0 bis 2.8. Sah nicht schlecht aus beim Schärfeverlagern. Auch die NX1 hat einen Touchscreen.
den ich benutzt habe. Und hier in der Bewegung sieht es aber nicht mehr so gut aus. Hier gibt es also zwischendurch Unschärfen, zumindest mit diesem lichtstarken Objektiv, das wir hier bei Offenblende einsetzen. Und jetzt wechsle ich mal auf das günstige Standard-Zoom, 1650 Power-Zoom. Das hat dann 3,5 bis 5,6. 6,1. Auch hier per Fingertouch die Schärfe verlagert. Das geht fast schon ruckartig, schon fast zu schnell. Einwandfrei aber. Und jetzt in der Bewegung. Hier haben wir längst relativ viel Schärfentiefe. Es sind noch minimale Unschärfenzonen zu sehen, aber insgesamt sieht das recht gut aus. Aber wie gesagt, die Schärfentiefe ist hier auch relativ hoch. Trotzdem ganz manierlich. Und jetzt in Ultra HD 2160p kann die Kamera intern aufzeichnen wie die GH4. Und jetzt gibt es doch deutlichere Unschärfen. Hier muss ich natürlich viermal so genau scharf stellen wie in HD oder Full HD. Und jetzt mal der Vergleich zur GH4. Und hier schneidet die GH4 etwas schlechter ab, wie mir scheint. Hier gibt es also deutlichere Unschärfen im Vergleich zur Samsung NX1. Das zeigt auch die Alltagspraxis, dass der Autofokus an der NX1 in Ultra HD oder 4K etwas besser arbeitet. Jetzt überprüfen wir nochmal die Werbeaussagen und korrigieren sie gegebenenfalls. Also hier an der 70D mit dem Dual Pixel CMOS AF nochmal kurz erinnert. Sehr schöner Pull-Fokus, fehlerfrei mit einem Stepper-Objektiv. Und hier vor- und zurückgezogen gibt es schon einige Unschärfen zwischendurch. Also hundertprozentig ist der Dual Pixel, hier sieht man es nochmal in der Zeitlupe, nicht unbedingt, zumindest nicht bei Bewegtmotiven, so wie wir das hier testen. Wir haben auch noch mehrere Tests gemacht, verschiedene Objektive. Da haben wir auch ein Video, was Sie abrufen können. Also bahnbrechend würden wir das bezeichnen, wenn tatsächlich auch Bewegtmotive sauber nachgeführt würden, was in der Praxis jedoch leider nicht der Fall ist, zumindest nicht in unseren Tests. EOS 7D Mark II, auch Dual Pixel CMOS AF in der Mark II Version. Hier nochmal gezeigt, also hier Pull Focus. Haben wir dann mit Touchscreen nachgerüstet, mit einem Smartgerät und einer TP-Link Box. Einwandfrei. Und man kann hier auch noch die Geschwindigkeit reduzieren in 4 Stufen. Und dann cineastischer Film, wenn man das möchte. Also hier eine langsame Verlagerung, einwandfrei. Aber bei Bewegtmotiven, selbst wenn man die Reaktion des Servo-Autofokus im Videobetrieb nutzt, hier noch in der Normalgeschwindigkeit, nicht perfekt, so ähnlich wie an der 70D, insgesamt recht gut, aber keineswegs perfekt. Das wäre der Fall, wenn da keine Unschärfen in der Bewegung zu sehen werden. Auch die Gesichtserkennung ist bei weitem nicht perfekt. Hier an der 7D Mark II verliert sie mich, sobald ich bisschen weiter weggehe und dann springt sie wieder an und erst dann reagiert auch der Autofokus. Hier sieht man es zunächst unscharf, auch hier noch unscharf. Hier haben wir jetzt das 5018er Mark II mit Mikromotor und das hat schon deutliche Schwierigkeiten. Es ist kein Steppermotor zugegeben, aber dennoch der Dual Pixel CMOS AF ist von einer Perfektion leider noch etwas entfernt. Die Lumix GH4 mit Destron D-Fokus, hier im Pull-Fokus, sieht sehr gut aus. Minimale Shiften allerdings noch, das haben wir bei Canon mit dem Dual Pixel so nicht gesehen. Aber es ist relativ unauffällig, ein sehr gutes Ergebnis, wenngleich es noch kein Phasenverfahren ist. Aber hier in der Bewegung deutliche Unschärfen zwischendurch hier. Mit relativ viel Schärfentiefe sieht es noch recht gut aus, aber hier in Ultra HD deutliche Unschärfen. Hier in Ultra HD Qualität, auch wie wir gesehen haben mit dem 1235er in HD gab es diese Unschärfen. Also Destron D-Focus im Videobetrieb leider an schnellen Motiven, an Bewegtmotiven bei weitem noch nicht perfekt. Grobe Unschärfen leider zu sehen. Dann die Olympus OMD M1, wir haben es gesehen, auch der Pull-Fokus sah nicht einwandfrei aus und die Bewegung hier sieht schlechter aus als an allen Vorgängertests, die wir mit Canon oder mit Panasonic gemacht haben. Und auch hier die Gesichtserkennung springt anscheinend überhaupt nicht an.
und scheint nicht zu arbeiten, zumindest hier in diesem Versuch nicht. Es ist nicht die hellste Umgebung, aber hier ist doch eigentlich ausreichend Licht. Hier hätte er doch gerne ansprengen dürfen. Das war hier nicht der Fall. Also ein sehr, sehr mäßiges Ergebnis hier leider an der OMD EM1 im laufenden Video. Das gilt natürlich nicht für den Fotobetrieb, aber hier im Video sieht es nicht so toll aus. Wir ergänzen mal den Satz hier von der Webseite. Holen Sie sich die schwächste Leistung bisher hier im Test auf jeden Fall. Leider muss man sagen. Sony A7 mit dem Hybrid-Autofokus, den auch die A7 Mark II, die ja ganz neu ist, spendiert bekommen haben soll. Die testen wir dann nochmal nach. Sieht nicht gut aus hier in der Bewegung, weder beim Runemotiv noch in der Bewegung. Von einer Perfektion noch weit entfernt. Schnelligkeit trifft auf Präzision. Ja, das würden wir hier nicht unterstreichen, jedenfalls nicht im Videomodus. Hier haben wir vielleicht etwa 10% Erfolgstrefferquote, sowohl bei Runemotiven als auch bei Bewegtmotiven, weit weg von einer Perfektion. Sony A7S, das Lowlight-Spitzenmodell. In Lowlight ist sie fantastisch rauschfrei, aber hier im Autofokus-Videobetrieb sehr ähnlich zu den Ergebnissen, die wir an der A7 gerade gesehen haben. Deutliche Unschärfen, der Fokus zieht nicht nach, nicht schnell genug. Sieht hier allerdings nicht nach einem Kontrastverfahren, sondern nach einem Phasenverfahren aus. Hier sieht man, wenn ich sehr langsam auf die Kamera zugehe, greift der Fokus relativ dezent, auch wenn er nicht sehr viel zu tun hat, aber er arbeitet und zieht nach. Also gemischte Ergebnisse an der A7S, sehr ähnlich zu dem, was wir an der A7 gesehen haben, für schnellere Bewegtmotive oder auch für Pull-Focus-Geschichten, wegen Pump-Effekten, nicht geeignet. Ja, Intelligenz trifft auf Schnelligkeit. Hier haben wir den Garry Kasparov mal zitiert, dass nicht der Weg das Ziel ist, sondern das Ergebnis vielleicht eher. Samsung NX1. Noch etwas unausgewogen, hier zieht er ziemlich ruckartig den Fokus vor und zurück, gibt auch noch minimale Schwanken drin. Da ist Samsung sicherlich noch an der Abstimmung am Arbeiten, es gibt schon zahlreiche Firmware-Updates hier in der Bewegung, keineswegs perfekt. Sieht sehr ähnlich zu dem, was man bei Canon gesehen hat, aus, obwohl Canon hier doch etwas ausgewogener mit dem Dual Pixel arbeitet, schneller als jedes Motiv. Stimmen wir zu, wenn das Motiv nicht in Bewegung ist. Halten wir abschließend fest, die EOS 70D und 7D Mark II mit Dual Pixel CMOS AF sind fehlerfrei. Dicht gefolgt von der Lumix GH4 mit Death from Defocus und auch die Samsung NX1 sah nicht schlecht aus. Sony-Modelle und die Olympus sahen hingegen nicht so gut aus. Bei Bewegtmotiven haben aber alle Systeme ihre Schwierigkeiten. Was kann man tun? Man kann natürlich manuell scharf stellen, auch im laufenden Video. Hier nutze ich jetzt die App DSLR-Controller auf Android-Smart-Geräten. Das kann ich sogar hier drahtlos mit einer TP-Link-Box machen. Das geht mit den meisten Canon DSLR, auch mit Nikon DSLR. Und jetzt kann ich optisch kontrollieren, indem ich manuell die Schärfe verlagere, ob der Schärfepunkt dann auch sauber getroffen wird. Mit dieser Kontur nach Zeichnung in Rot, das kann man also hier aktivieren. Also hier die 6D, die ja eigentlich nur einen schwachen Kontrastautofokus hat. Oder ich kann von A nach B speichern. Ich kann also zwei Schärfepunkte speichern. Das geht sogar in drei verschiedenen Geschwindigkeiten. Und dann starte ich das Video und rufe dann diese Schärfepunkte einfach ab. Und das gelingt also einwandfrei. Hier kann man es sehen, von hinten nach vorne gezogen, mit Hilfe der App DSLR-Controller. Ja, wir haben noch weitere Informationen zu dem Thema. Es hängt natürlich immer vom Objektiv ab, wie der Autofokus funktioniert. Da haben wir also noch weitere Listen und Infos. Gucken Sie danach, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.